Begegnungen sind in Zeiten von Covid-19 sehr selten geworden. Doch dem wird jetzt ein bisschen Abhilfe geschaffen, denn es werden temporäre Begegnungszonen in Wien errichtet. Momentan einmal 4 an der Zahl. Diese starten schon an diesem Osterwochenende. Eine, in der ich mich befinde, ist die Florianigasse im 8. Wiener Gemeindebezirk. Man sieht schon, eine sehr schmale Gasse ist das, und die Menschen haben in Zukunft die Chance, den Mindestabstand von 1 Meter noch besser zu nutzen. Sie dürfen nämlich direkt auch auf der Fahrbahn spazieren gehen und ein bisschen auch verweilen. Aber auch die Autos, die werden nicht ausgeschlossen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 20 Stundenkilometern darf man hier beispielsweise auch nach und während des Osterwochenendes fahren, und auch die Parkplätze, die werden vorhanden sein. Weitere Begegnungszonen wird es ebenso geben in Wien, und zwar in mehreren Bezirken, in Wien-Landstraße beispielsweise, in der rechten Bahngasse, in Ottergring, in der Hasnerstraße oder auch in Währing, in der Schopenhauerstraße sind diese temporären Begegnungszonen von Birgit Hebein, der grünen Verkehrsstadträtin und Vizebürgermeisterin, ausgerufen worden. Das stößt naturgemäß auch auf Kritik. Die FPÖ, die sieht hier vor allem die Autofahrer in Bedrängnis. Beispielsweise hier im 8. Bezirk sagt ein FPÖ-Politiker, dass das Ganze ja eigentlich ein reinster Ego-Trip wäre von Birgit Hebein, und dass das eigentlich eine Maßnahme ist, die ja nicht wirklich einen Nutzen mit sich bringt. Wir werden sehen, wie das Ganze von der Wiener Bevölkerung angenommen wird. Es startet, wie gesagt, an diesem Osterwochenende.